IRE 1, 3088 Dresden Hauptbahnhof, Nürnberg Hauptbahnhof. Fahren Sie diesen IRE 1 von Dresden Hauptbahnhof nach Chemnitz Hauptbahnhof. Fahrzeug Baureihe 612. Zuggewicht 208,3 Tonnen. 4 Einheiten im Zugverband und eine Zuglänge von 100,7 Metern. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück in Trends & World 2 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Und wir sind heute wieder auf der deutschen Strecke Tharandter-Rampe Dresden-Chemnitz unterwegs. Und wie gerade vorgelesen, fahren wir heute den Interregio Express von Dresden Hauptbahnhof bis nach Chemnitz Hauptbahnhof. So, vorher müssen wir erst einmal den Zug abfahrbereit machen, lassen die Fahrgäste einsteigen. Richtungswender haben wir eingesteckt und darauf vorwärts gesetzt. Dann Bremsschlüssel einstecken und das Ganze auf anschalten oder einschalten. Anschließend den Netzschalter ein und die Neigetechnik. Dann schalten wir uns noch die Zugsicherungssysteme PZB und SIFA ein und stellen die Signalleuchten korrekt auf Spitzenlichter. Und dann ist unser Zug auch schon soweit abfahrbereit. Wir werfen nochmal einen Blick in den Dresdner Hauptbahnhof, wo gerade sehr viele Züge hier abgestellt sind bzw. auf ihre Abfahrt warten. Wir erinnern uns, die Strecke Tharandter Rampe ist ja angesiedelt im Jahr 2012, also auch schon wieder gut 10 Jahre her. Damals sah es auch im Dresdner Hauptbahnhof wirklich so aus. Viele noch ältere, etwas niedrigere Bahnsteige, das wurde ja mittlerweile alles erneuert, sodass man, glaube ich, auch in der mittleren Halle die hohen Bahnsteige hat. Und damals waren die Fahrzeiten der Züge auch wirklich so, dass da viele Züge gerade hier eben zur selben Zeit in der Halle standen. Ja, Baureihe 612, das ist unser Fahrzeug in Doppeltraktion in dem Fall. Installiert sind bei mir gerade alle deutschen Strecken für Transam World 2. Das heißt, wir sehen hier auch mitunter Züge, die im DLC Tharandrampe nicht dabei sind. Zum Beispiel der Talent 2, der gehört ja zu Dresden-Riesa. Das Szenario stammt, wie gesagt, aus dem Fahrplanmodus, beziehungsweise ich habe es jetzt hier aus dem Reisemodus gestartet. So, abfahren sollen wir in, ja, 15 Sekunden. So, dann müssen wir es nochmal schauen, dass wir hier die Fahrgasttüren gleich schließen können. Und hier, ach genau, hier stellt sich das Ganze dann eben entsprechend ein. So, dann verriegeln wir die Fahrgasttüren. Ach genau, da müssen wir das musste man hier so alle Türen entriegeln. Alle Türen verriegeln. So, geht die jetzt zu? Ja, hört sie sich so an. Okay, dann sind wir damit abfahrbereit mit unserem Zug und können uns in Bewegung setzen. So, also, auf geht's. Und damit erhöhen wir die Leistung. Ja, die Strecke Dresden, die Tharandter Rampe, also die Strecke Dresden-Chemnitz, ist ja eine der beliebtesten Strecken nach wie vor für Transam World 2. Es ist eigentlich diese Strecke, die im Januar 2020, als sie veröffentlicht wurde, im Januar 2020 eigentlich gefühlt so etwas wie der Schulterschluss zwischen der Community und Dovetail Games war. Denn viele waren doch sehr überrascht über diese sehr tolle Strecke. Also das muss man wirklich sagen. Die Strecke hat für sehr positives Feedback zu diesem Spiel gesorgt. Und es ist auch eine Strecke. Ich kenne sie selbst aus dem Vorbild. Ich war selbst aus beruflichen Gründen 4 Jahre lang auf dieser Strecke unterwegs. Das war aber sogar vor 2012. Das war zwischen 2002 bzw. 2003 und 2006. Aber auch 2012 bin ich ab und zu unterwegs gewesen, als hier die Baureihe 612 noch als Interregio Express zwischen Dresden und Nürnberg unterwegs war, beziehungsweise als Regionalexpress zwischen Dresden und Hof und zum Teil auch bis Nürnberg. So. Ja, also da kann ich also auch ein bisschen mitsprechen. Es ist eine Strecke, so rund 80 Kilometer ist sie lang, führt uns jetzt erstmal hier vorbei am Dresdner Betriebswerk, was wir jetzt, also Betriebswerk Dresdner Altstadt, und dann geht es vorbei an Dresden-Plauen, durch Freital, vorbei an Tharandt. Danach folgt die legendäre Tharandter Rampe. So, wie komme ich dazu, gerade heute und gerade zu dieser Strecke nochmal ein Video für euch zu machen? Das hat ganz einfach folgende Gründe. Wir hatten ja noch gar kein Video, wo wir mal über die komplette Strecke gefahren sind. Da habe ich mir gedacht, das müssen wir ändern. Und die Nachfrage nach dieser Strecke ist ja immer noch unglaublich groß. Also, wenn ihr euch ja so deutsche Strecken kaufen wollt für Transam World 2, die Strecke sollte dann doch ganz vorn mit dabei sein. Zumindest meiner persönlichen Meinung nach. Es ist wirklich einer,
eine der schönsten deutschen Strecken. Dresden-Riesa ist auch schön. Na klar, okay, bin ich vielleicht einen kleinen Tick befangen, weil sie eben auch Strecken aus meiner Heimat sind, aber sind doch die, sind die beiden deutschen Strecken, die auch relativ spät veröffentlicht wurden, aber es sind auch deutsche Strecken, die eben auch wirklich sehr, sehr schön geworden sind. So, wir werden auch, wie gesagt, da ja alle DLCs sind und das ein Fahrplanszenario ist, sehen wir ja auch hier nochmal sehr viele Züge, die hier abgestellt sind. Und auch teilweise Züge, die eben zum eigentlichen DLC nicht gehören. Wobei der Fuhrpark für diese Strecke trotzdem doch sehr, sehr groß ist. So, ich glaube, hier guckt man zum Beispiel, glaube ich, besser, wenn man den Kombi-Hebel einfach hier mit der Maus bewegt. Ich glaube, das ist dann doch hier die bessere Variante. Denn ich befürchte, dass wir zum Beispiel den Fahrplan mit diesem Fahrzeug, so wie er vorgegeben ist, nicht einhalten können. Muss ich ganz ehrlich auch zugeben. Denn da fehlt es mir einfach noch ein bisschen. Da habe ich noch so ein bisschen meine persönlichen Probleme mit dem Handling. Wie gesagt, rausgekommen ist die Strecke im Jahr, oder wann war sie rausgekommen? Im Jahr, im Januar 2022. Ja, und es war so die letzte Strecke, die wirklich ein riesengroßes Feedback der Community mit sich gezogen hat. Also viele waren wirklich sehr positiv überrascht über diese Strecke. Ich glaube, da hat niemand groß damit gerechnet, dass Dresden-Chemnitz gebaut wird, so relativ kurzfristig nach Dresden-Riesa. Also das muss man echt schon sagen, dass die Überraschung ist dem Entwickler gelungen. Danach wurde es eigentlich relativ ruhig um Trains in World 2. Wir hatten danach noch die amerikanischen Strecken. Noch hier von diese New York Strecke hier von New York nach North White Plains, und wir hatten außerdem die amerikanische Strecke von diese Güterzugstrecke hier mit der Haas Show Curve. Ansonsten gab es eigentlich mittlerweile relativ wenig an neuen Strecken. Allgemein ist es leider sehr ruhig um Trains in World 2 geworden, das muss man echt sagen. Sehr leider wurde es wirklich extrem ruhig um dieses Spiel. Das finde ich doch persönlich ein bisschen schade. Haben wir keine Neigetechnik-Geschwindigkeiten hier drin, oder? Fahren wir jetzt überhaupt mit Neigetechnik? Geschwindigkeiten machen hier gerade einen so relativ geringen Eindruck. Also ich muss sagen, hier versteuert sich wirklich besser der Zug. Wenn wir den Kombi-Hebel einfach mit der Maus gedrückt halten, zumindest wenn wir das Ganze am PC spielen, macht sich deutlich etwas entspannter. So, jetzt geht es das mal gleich auf 90, hätte ich jetzt hier gedacht. Und Neigetechnik ist aktiviert, das seht ihr auch hier im unteren Symbol, die uns dann noch mal so ein bisschen, so jetzt genau, jetzt haben wir die Geschwindigkeit gerade weggenommen. Also hier fehlt es mir persönlich einfach noch so ein bisschen am Handling mit diesem Fahrzeug. Das hätte ich gleich gedrückt lassen müssen normalerweise. So, dann haben wir Stufe 10 erreicht. Ihr seht da, wir verlieren unglaublich Zeit. Wir sollten in weniger als 25 Minuten schon in Freiberg sein. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. 27 Kilometer, weil ja noch dazu der Anstieg kommt und hier entlang der Strecke sehr viele Geschwindigkeitswechsel eben auch zu finden sind. So, jetzt müssen wir auch ein bisschen hier auf die Signale aufpassen. So, jetzt geht das erstmal wieder zurück. Gucken wir mal nicht, dass wir jetzt noch irgendwo hier einen Zug voraus haben. Das wäre ja nun echt noch die Krönung. Ist auch so, sobald wir den Richtungswender irgendwie versuchen zurückzusetzen, dann geht er eben, also sobald ich irgendwie auf die Taste D drücke, also einfach die Leistung so ein bisschen zurücknehmen möchte, dann geht er halt gleich komplett zurück. Passiert das eigentlich auch hier? Ja, passiert genauso, wenn ich das mit der Maus mache. Ich weiß nicht, inwiefern das dem Vorbild entspricht, aber die meisten, die dieses Fahrzeug vom Vorbild ausgehen, haben auch gesagt, das ist da wohl so gar genauso. Ich finde es ein bisschen, naja, ist dadurch halt leicht schwieriger zu steuern, ist zumindest so mein persönlicher Eindruck, aber man kann sich grundsätzlich dran gewöhnen. Aber der Haken ist natürlich, der Fahrplan gerade auf dem Abschnitt Dresden-Freiberg ist dann dadurch eben meiner Meinung nach und doch schon recht schwierig einzuhalten. So, jetzt können wir gleich schon wieder beschleunigen. Davon geht es dann sogar gleich auf 140. Na, mal gucken, wie groß unsere Verspätung werden wird, denn ganz ehrlich, ich rechne hier damit, dass wir
nicht pünktlich ankommen werden, weil die Fahrpläne auch hier dem Vorbild entsprechen. Und die waren im Vorbild auch schon relativ zackig, muss man echt sagen. Die Züge haben die Strecke wirklich innerhalb einer Stunde geschafft. So 55 bis 57 Minuten war damals die Fahrzeit. Bei den heutigen Zügen ist das, glaube ich, nicht mehr so, weil heute fahren ja keine Neigetechnik-Züge mehr auf dieser Strecke, sondern da fahren ja jetzt elektrifizierte Flirt-Triebwagen. Ich glaube, 1440 ist die Baureihe von der mitteldeutschen Regiobahn, ist das, glaube ich, die das jetzt betreibt. Und die 612er selber, die sind dann erst in Bayern unterwegs, von Hof in Richtung Nürnberg. Da fahren die Züge ja noch. Aber jetzt hier im Osten, Sachsen, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr. Ich wüsste jetzt auf Anhieb keinen Ort in Sachsen, wo diese Fahrzeuge noch unterwegs sind. Noch einen Blick nach außen werfen. Wir sind jetzt hier mittlerweile im Gebiet von Freiberg. Da kommt uns gerade eine S-Bahn entgegen. Jetzt hier geht es auch durch den Güterbahnhof von Freital. Wir sind nicht Freital, also Freiberg, wir sind im Freital. Passieren jetzt gleich hier den Güterbereich. So, und hier müssen wir dann noch schon wieder auf die nächste Geschwindigkeitsreduzierung herunterbremsen. Und ich glaube, das zählt dann auch, wenn wir diese GPA-Magneten. Da sagt uns ja auch schon die Neigetechnik Bescheid, dass wir die Geschwindigkeit reduzieren müssen. Das machen wir jetzt mal ein bisschen doller. So, wieso bremst die uns jetzt eigentlich noch weiter runter? Hier kommt uns schon der nächste Zug entgegen. Neue Autos, wahrscheinlich aus Zwickau, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Autozug aus Zwickau, also das ist halt das, was diesen Fahrplanmodus bzw. Reisemodus auch interessant macht. Der Reisemodus ist ja an und für sich nichts anderes. Hier sehen wir auch nochmal die Neigetechnik des Zuges, wunderbar, die uns ja gerade ins Blickfeld gerückt ist. Auch die passende Zugzielanzeige haben wir hier. Also man muss ja auf sehr vieles aufpassen. Ihr habt es auch wahrscheinlich an den Bahnsteigen gesehen. So, ist die Frage, lohnt sich das jetzt eigentlich ja noch zu beschleunigen? Wenn wir in 1,4 Kilometer sowieso wieder auf 100 runter müssen. Aber wir müssen eigentlich hier jede Möglichkeit ausnutzen. Ist die Frage zum Beispiel hier, muss das quittiert werden? Eigentlich muss es das nicht. Nee, ist auch korrekt. Muss zum Glück nicht quittiert werden. Weil die Geschwindigkeit, die wir jetzt hier abbremsen müssen, ist höher als die 90 Stundenkilometer. So. Sagt uns auch sehr gut Bescheid, also dass diese Neigetechnik, das System der Neigetechnik hier, funktioniert ja wirklich fast schon so eine Mischung. Neigetechnik, Steuerung und gleichzeitig so ähnlich wie eine LZB. Gibt uns also vor, wann wir hier runterbremsen müssen. Jetzt geht es auf 100. Wir passieren jetzt den nächst größeren Ort hinter Freital. Das ist nämlich Tharandt. Tharandt ist auch gleichzeitig der Endpunkt der meisten Züge der S-Bahn-Linie S3. Wieso muss ich das eigentlich jetzt nicht quittieren? Oh, wartet mal. Jetzt wollen wir ein bisschen doll mitten herunterbremsen. So, Tharandt. Auch hier nutzen wir praktischerweise das Durchfahrgleis. Durch den Tharandter Bahnhof. Links war das Gleis der S-Bahn. Der Bahnsteig, wo meistens die S-Bahnen halten. Und rechts, wo die Züge halten, die dann noch ein bisschen weiterfahren. Also hier, wie gesagt, hier verläuft halt die Dresdner S-Bahn S3 bis nach Tharandt. Und in der Hauptverkehrszeit verkehren die Züge sogar weiter bis nach Freiberg. Auch diese Umläufe kann man hier spielen im Fahrplan bzw. Reisemodus. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man eben genau solche Fahrten eben auch absolvieren kann, wenn man das Ganze eben möchte. So. Also sowohl die Fahrten der S3 zwischen Tharandt und Dresden, beziehungsweise umgekehrt, aber auch die erweiterten Fahrten dann bis nach Freiberg. Und auch diese Sonderumläufe, die zum Beispiel am Vormittag hier unterwegs sind auf der Strecke, so zum Beispiel die Umläufe, die von Chemnitz aus gesehen nur bis Freiberg führen, auch diese sind sogar hier nachgebaut. So, jetzt nochmal richtig Gas geben, beziehungsweise Schwung, und da oben müssen wir dann schon wieder auf 60 runterbremsen. Ihr seht, sehr viele Geschwindigkeitswechsel. So, jetzt erklimmen wir hier die Tharandter Rampe, das Ganze gelegen hier am Tharandter Wald. Eine landschaftlich auch im Vorbild sehr, sehr schöne Gegend. Wie wir hier sehen, ist hier die Jahreszeit Herbst gerade angesiedelt. Finde auch den Sound des Fahrzeugs richtig gelungen. So, was kostet denn dieses DLC eigentlich? Preis 29,99 €, zumindest der Normalpreis für diese Strecke.
Und, aber ihr bekommt da wirklich relativ viel, 80 Kilometer Strecke. Dann ist dabei dieses Fahrzeug, dann ist dabei Doppelstockwagen 143, dann noch eine 185 Punkt, 185 Punkt, welche ist das gleich nochmal genau? 185 Punkt 5 ist das, glaube ich, oder Punkt 6 für den Güterverkehr. Dann ist noch die 300 Baureihe, die V60 dabei, die Baureihe 363 für Rangieraufgaben. Und dann ist das DLC ja natürlich kompatibel mit allen möglichen weiteren Fahrzeugen. Wenn ihr weitere deutsche Strecken besitzt und auch installiert habt, dann können ja sogar noch weitere Fahrzeuge gefahren werden, beispielsweise die Baureihe. Beispielsweise der Talent 2, der ja gilt ganz in seltenen Fällen auch mal als S-Bahn zwischen Dresden und Tharandt unterwegs ist in Tagesrandlage. Das kann ja auch mal passieren. Das ist zwar extrem selten, aber das kann grundsätzlich vorkommen. So, hier ist es so steil, hier brauche ich nur die Geschwindigkeit wegnehmen, damit der Zug dann die 60 erreicht. Gehen wir mal ein bisschen wieder gegenbeschleunigen, damit wir nicht allzu langsam werden. Wie ihr seht, da muss man ganz schön wieder gegenbeschleunigen. Wir sind viel zu langsam. Also man muss sehen, hier mit der Maus und so weiter steuert sich das auf dem PC zumindest echt etwas besser bei diesem Fahrzeug. Ansonsten gibt es ja auch im Creators Club sehr vieles hier zu finden. Sehr viele Fahrten zu finden. Aber vielleicht noch ein paar Informationen für euch zu dieser Strecke. Eröffnet wurde die Strecke natürlich Mitte des 19. Jahrhunderts, wobei der erste fertiggestellte Teil von Dresden nach Tharandt führte. Zu DDR-Zeiten wurde die Strecke dann nach und nach elektrifiziert, nach der Wende auch nochmal überarbeitet und auch früher bis 2003 war auf dieser Strecke auch sogar Fernverkehr unterwegs, damals mit dem ICE, mit dem Diesel-ICE, also der Baureihe 605, die hier zwischen Dresden und Nürnberg unterwegs war, aber der Betrieb wurde dann 2003 eingestellt. So, hier durchfahren wir jetzt den Bahnhof Edle Krone, ein Bahnhof vor allem für Ausflügler. So, jetzt gerade wieder, wenn ich die Geschwindigkeit hier wegnehme, um keine Zwangsbremse zu kriegen. So, jetzt geht es hier durch einen sehr, sehr kurzen Tunnel. Na gut, aber falls wir uns verspäten, wird die Verspätung nicht allzu groß sein. Also wie gesagt, die Steuerung mit der Maus hier und man ist hier in dem Fall bei diesem speziellen Fahrzeug wirklich schneller. Ja, die Strecke hatten wir uns natürlich ja auch zum Release-Termin angeschaut. Videos sind ja auch auf dem Kanal zu finden. Da wir haben ja auch schon einige der Szenarien gespielt. Die Szenarien waren ja auch sehr interessant. Ich glaube, ein Szenario fehlt noch. Das ist aber aller leider eine Nachtfahrt und die dauert auch nochmal anderthalb Stunden. Da weiß ich nicht, inwiefern euch das interessiert, diese Nachtfahrt, dann würde ich sagen, machen wir lieber aus dem Reisemodus da nochmal die ein oder andere Tagfahrt. Da ist doch eher so, jetzt müssen wir aber die Beschleunigungsstufen hier schon wieder zurücknehmen. Ja, okay, so geht es ja noch ein bisschen besser. Sehr gut. Hier sehen wir auch schön die Neigetechnik dieses Zuges. So, okay, so geht es natürlich auch. Also kurz zurücknehmen und dann die kann man gleich diese Stufen halten. Wenn man dann sofort wieder gegensteuert. So, und auch die SIFA möchte wieder zurückgesetzt werden. Ja, ihr seht, Stufe 8, 9 war dann schon besser. Stufe 7 scheint ja schon wieder zu langsam zu sein. Wir sind schon wieder 8 km/h unter der erlaubten Geschwindigkeit. Ihr seht, der Zug braucht halt immer auch ein bisschen, bis der die Power wieder hat, hier zu beschleunigen. Aber hier ist es auch, glaube ich, mit einer der steilsten Strecken. Oder eine der steilsten Stellen entlang der Strecke. So, die Strecke Dresden-Chemnitz, die ist ja jetzt auch in der virtuellen Eisenbahnwelt. Naja, zumindest für diejenigen, die schon so ein bisschen länger unterwegs sind. Ich bin selber ja schon seit, ja, dieses Jahr werden es 20 Jahre, seitdem ich solche Spiele spiele. Also schon eine gewisse Zeit. Und einige, die jetzt vielleicht genauso lang hier noch mit am Start sind, die kennt die Strecke natürlich noch aus dem Eisenbahnsimulator Broadway Perfect 2. Da gab es die ja damals auch mal als Add-on. Da ging sie sogar weiter über Chemnitz und Zwickau hinaus bis nach Nürnberg. Das war dann auch schon ein ganz schönes Stück. Seht auch, wir haben ja echt eine ganz krasse Steigung, die wir hier zu überwinden haben. So, jetzt müssen wir aber auch gucken, dass wir gleichzeitig nicht zu schnell werden. Aber wir können ja gleich nochmal die
Geschwindigkeit erhöhen. Ja, genau, jetzt müssen wir nämlich hier wieder runtergehen. So. Und ihr seht, jetzt haben wir hier wieder die Strecke etwas flacher. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht so krass beschleunigen. Aber insgesamt, mit ein bisschen Übung, ist das Fahrzeug wirklich relativ gut zu fahren. So 14 Kilometer noch. Also die Zeit ist auf jeden Fall, der Fahrplan ist auf jeden Fall sehr, sehr sportlich. So würde ich eben am ehesten formulieren. Und wir, glaube ich, das Fahrzeug auch noch nicht so optimal steuern. Hier wieder 6 km unter dem Erlaubten. Aber ich glaube, es passt schon besser als in den ersten Versuchen. Also wie gesagt, wir haben uns ja einige Szenarien angeschaut. Die Szenarien sind auch sehr interessant, die ihr hier spielen könnt. Und was so ein bisschen einfach noch fehlt, ist zu dieser Strecke eine Fahrt über die komplette Strecke. Auch wenn das Ganze so ein bisschen länger dauert. Aber andererseits, das erste Szenario hat fast auch genauso lang gedauert, weil dann auch ein bisschen Rangieren noch zu erledigen war. Und warum sollen wir da nicht ein Szenario über die komplette Strecke spielen, was ja im Prinzip von der Videolänge her genauso lang ist. Das ist auch so ein bisschen Ziel, wenn ihr auf dem Kanal schaut. Ich habe euch ja dafür auch eine Playlist angelegt, deutsche Strecken und Züge für Transom World 2. Und so ist das Ziel, dass man quasi zu einer Strecke, wenn möglich, eben ein komplettes Video hat. Man sich zum einen die Strecken anschauen kann und zum anderen ein Fahrzeug auch vorgestellt wird, womit es eben auch dann gleich eine, dass ihr quasi so einen kurzen Überblick habt. Und wenn euch die Szenarien und so weiter interessieren, da werde ich euch nochmal eine separate Liste anlegen, wo noch mal, wo man nochmal ein bisschen detaillierter dort auf einige Szenarien eingeht, weil die sind ja auch mitunter sehr interessant. So, jetzt geht es nochmals ans Beschleunigen. Jetzt geht es gleichzeitig hier noch bergauf. Wieder 2,4% Steigung. Und da hat der Zug, obwohl wir eine Doppeltraktion fahren, hat der Zug ja echt schön zu tun. Frage ist eigentlich, warum der immer hier die Power anzeigt. Der zweite Triebwagen abgeschaltet, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Normalerweise ist das ja bei steilen Strecken so, dass immer beide Einheiten, also beide Motoren, beider Einheiten eben auch eingeschaltet sind. Das kann ja eben wahrscheinlich der Grund sein, dass wir manchmal jetzt auch hier wieder so ein bisschen länger brauchen. 12 Kilometer sind es immer noch. Ich glaube, jetzt fahren wir hinter Klingenberg-Kolmnitz, das ist der nächste Bahnhof, den wir jetzt hier durchfahren. Also seht ihr auch mal hier die Herbstlandschaft, das ist auch wunderschön in Szene gesetzt. Und dann geht es dann noch mal kurz auf 140. Und dann geht es aber dann, glaube ich, hinter, wo ist das, Niederpobridge. Oh, jetzt sind wir aber relativ schnell hier. Das heißt, wir lassen den erstmal schön rollen hier durch den Bahnhof. Und jetzt, ja, jetzt können wir schon wieder weiter beschleunigen. Hier waren wir jetzt wiederum ein bisschen schneller als erlaubt. Das kann ja lustig werden dann bei der Auswertung. So, also jetzt aber auf 140. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier irgendwo, ich bin da schon wieder lange nicht mehr gefahren, ob wir hier irgendwo Stellen haben, wo wir wirklich die Höchstgeschwindigkeit des Zuges von 160 ausfahren können. Ich meine aber nicht 140, so dürfte hier mit das Höchste sein. Es kann sein, hinter Freital, dass wir, hinter Freiberg, dass wir da nochmal auf 140 beschleunigen können. Das kann durchaus sein. So, 10 Kilometer noch. Was natürlich auch hier so ein bisschen fehlt, Zugdurchsagen wünschen sich ja auch viele für Transom World 2. Allgemein wird es ja sehr ruhig seitens der Entwickler bezüglich Transom World 2 in einer Woche, beziehungsweise weniger als einer Woche. Nächste Woche Dienstag, dem 31. Mai, da erwartet uns ja nun die erste Dampflokstrecke mit Spirit of Steam. Ja, und ansonsten ist es wirklich sehr ruhig mittlerweile um Transom World 2 geworden, also keine neuen Ankündigungen, keine neuen DLCs. Stattdessen wird sich der Entwickler, so wie er es jetzt beschrieben hat in der Roadmap, zunächst erst einmal damit beschäftigen, einige Bugs zu beseitigen. Man hat ja schon angekündigt, dass die Roadmap sich erstmal nicht groß ändern wird, zumindest nicht seitens von der Entwickler Dovetail Games, sondern es ist bekannt, nach Spirit of Steam, es wird noch eine deutsche Strecke geben. Da weiß keiner, welche das sein wird. Es soll dann noch eine amerikanische Strecke geben. Da weiß aber auch keiner, was es sein soll. Jetzt bremst doch mal. Jetzt habe ich noch ein kleines Leck hier gehabt. Na super, so. Aber wir müssen in die Bremsen gehen, sonst bremst der. Das kriegen wir, glaube ich, dann nämlich nur eine Zwangsbremsung. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir sind sowieso schon relativ eng in der Zeit. In 1,8 Kilometern kommt eine 100er-Zone. Genau, das ist dann, glaube ich, ein Turbo-Bridge.
Und jetzt habe ich ein komplettes. Ihr seht, wenn man hier die Bildschirmskalierung eingestellt hat, da hat das Spiel gerade bei der neueren Strecke manchmal so ein bisschen was zu tun von daher. Und dann noch die Aufnahme dazu. Ihr seht, da kommt selbst mein PC auch ein bisschen an die Grenzen. So, 100 wäre jetzt hier. Ja, 100 müssen wir hier fahren. Da müssen wir ein bisschen donner, glaube ich sogar, bremsen. Wir wollen ja nicht in die Zwangsbremsung kommen. Ja. Niederbobritsch. Auch eine Station, wo aber nur Regionalzüge halten. Also Regionalbahnen. Es gibt ja hier die Regionalbahn, den Regionalexpress. Und früher gab es eben hier noch den Interregio-Express. Unterschied zwischen Regional- und Interregio-Express, das war damals einfach, dass der Interregio-Express, den wir ja auch gerade hier übernehmen, der hat halt wirklich nur unterwegs zwischen Dresden und Chemnitz in Freiberg und den Flöha gehalten. Also beide Stationen, wo auch Anschluss nochmal an andere Züge steht. Also in Freiberg ist ja dann Anschluss Richtung Holzau und Erzgebirge und in Flöha zweigen ja auch die Strecken in Richtung, glaube ich, Olbernhau ab und Thalheim. Ansonsten hat der Zug die anderen Bahnhöfe ausgelassen. Und der Regionalexpress, der hat eben zusätzlich noch in Freital-Dolben gehalten, weil dort eben ein großer Busbahnhof für den Überland-Busverkehr ist. Dann in Oederan, das Klingenberg-Kollmitz, Oederan, Niederwiesa. Das waren dann so seine Halte. Also der hatte ein paar mehr Zwischenhalte. Aber trotzdem konnte der mitunter zeitweise die gleichen Fahrzeiten einhalten. Also das heißt, der Interregio-Express hatte dann eben auch so einige Fahrplanreserven. So, in 2 Kilometern, da geht es dann auf 80 runter. Das dürfte dann dieser Viadukt kurz vor Muldenhütten sein. Aber ihr seht, der Fahrplan ist wirklich. Ja, also viel trödeln darf man hier nicht. So, jetzt lassen wir den Zug rollen. Aber ich glaube, wenn wir zu spät kommen, kommen wir nicht allzu spät an. So, haben wir jetzt hier mal wieder eine quittierpflichtige Geschwindigkeit, weil eine Zwangsbremsung, das würde hier noch die Krone aufsetzen. Aber wir sind, glaube ich, am Anfang immer so ein bisschen langsam unterwegs gewesen. Nee, müssen wir nicht quittieren mit der Neigetechnik, okay. Soll mir ehrlich gesagt auch ganz recht sein. So, dann werden wir erstmal runterbremsen auf die 80 Stundenkilometer. Das ist geil. Also, es hat schon was mit Neigetechnik zu fahren. Also, gibt es ja auch ganz findige Aufgabenbauer oder Transim World 2 Spielende oder Spielerinnen und Spieler, wie man das ja heutzutage jetzt so sagt. Und da gibt es ja ganz findige unter den Fans für Transim World 2, die sich eben mit dem Zug zum Beispiel auch eine Regionalzugaufgabe für die Main-Spessart-Bahn gebaut haben, wo man dann eben dieses Stück von Aschaffenburg bis nach Aschaffenburg Süd befahren kann als Personenzug. Auch sehr, sehr findig und auch eine sehr schöne Idee, meiner Meinung nach. So, jetzt geht es hier über den Viadukt. Und dann durchfahren wir gleich den Bahnhof von Muldenhütten. Wieder gegen beschleunigen. Also hier eins nach dem anderen. Hier, schaut euch das mal, diese also Neigetechnik ist einfach genial. So, Muldenhütten, das ist die letzte Station vor dem Bahnhof Freiberg. Wir könnten es vielleicht sogar noch pünktlich schaffen, wenn wir jetzt hier keinen Mist machen. Oder zumindest innerhalb des Zeitfensters. Es sind nur noch 3 Kilometer. Und das ist dort wirklich so, dass man dort zwischen den Felsen durchfährt mit dem Zug. Das ist richtig geil. Also die Fahrt hat mir immer damals zwischen Chemnitz und Dresden gefallen. Du fährst halt zwischen den Felsen durch. Du fährst diese Tharandter Rampe runter von Chemnitz kommt. Hast landschaftlich immer was zu sehen gehabt und ja, kommst dann in die nächste große Stadt hinein. Also das hat schon was. Also die Strecke ist schon irgendwo auch empfehlenswert, dass man hier einfach mal unterwegs sein sollte. So, Freiberg in Sachsen, das ist die größte Stadt, wo wir unterwegs halten. Wie gesagt, eisenbahntechnisch beginnt dort die Nebenstrecke in Richtung Holzau. So, mal gucken, wo wir jetzt hier auf die 100 beschleunigen dürfen. Das ist genau hier. Da können wir mal überlegen, ob wir das jetzt hier schon jetzt hochstellen. Ja, das lohnt sich. Zugemaßen ein bisschen brauchen, um auf diese Geschwindigkeiten zu kommen. Was ist denn jetzt hier? Spinnt der oder was?
Jetzt habe ich mich hier irgendwie blöd verklickt, würde ich sagen. Irgendwie verrutscht oder verklickt. So, aber es wird knapp. Ja, es wird einfach knapp, dort pünktlich anzukommen. Man darf wirklich nirgendwo groß irgendwie Geschwindigkeit liegen lassen. Ihr seht, es sind jetzt 2 Minuten, 2 Kilometer. Wirklich eng. Ich finde es halt wirklich eng, aber jetzt nicht zu eng. Also man kann das mit ein bisschen Übung wirklich auch schaffen. So, jetzt geht es hier sogar noch, glaube ich, auf 110. Ist das schon das Stück, wo es auf 110... Jawohl, geht es nochmal auf 110 rauf, ausgezeichnet. Mal gucken, wie die Einfahrsignale das Ganze jetzt hier darstellen. So, hier nehmen wir die Geschwindigkeit weg. Wir schaffen es sogar pünktlich, Leute. Ich kann das wirklich mal schwer einschätzen. Also, Einfahrt in Freiberg. Freiberg in Sachsen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das Ganze hier doch noch pünktlich schaffen. Also, es ist machbar. Sehen wir auch auf der linken Seite den Güterbereich von Freiberg. Ja, Interregio-Express-Züge, wie gesagt, die sind früher ja wirklich meist in Doppeltraktion unterwegs gewesen. Bei den Regional-Express-Zügen war das etwas anders. Die sind zwar immer in Doppeltraktion gefahren, wobei aber der zweite Zugteil in Hof abgestellt wurde. Da ist nur ein Zugteil dann bis nach Nürnberg gefahren. Der hat sich dann aber in Schnabelweid bzw. in Pegnitz und in Hersbruck dann wiederum mit Zugteilen aus Bayreuth bzw. Schwandorf verbunden. Also das war dann wirklich so ein richtiges, hatte eben einige Systemhalte. Aber der Teil, der dann an Nürnberg gefahren ist, der war eben probevoll. Ich habe es auch selber mal erlebt. Ich bin zwar nicht mit dem Zug mitgefahren, aber ich habe es selbst erlebt. So, rechts entriegeln, Fahrgasttüren öffnen. So, Freiberg haben wir pünktlich erreicht. 1 Minute Aufenthalt. War jetzt auch wirklich anspruchsvoll, diese Fahrt oder dieser Teil der Fahrt. Ich glaube, jetzt kommen jetzt ein bisschen die entspannteren Teile. Und ich kann mich sogar an Zeiten erinnern, wo diese Züge, bin ich auch mitgefahren, als Intercity dort unterwegs waren. Da waren die anders umgespritzt. Da gibt es auch so einen Mod, den ihr euch hier runterladen könnt und haben unterwegs nur ein Freiberg gehalten. Aber die Inneneinrichtung, wir können vielleicht die Minute mal nutzen und uns die Inneneinrichtung anschauen. Die Inneneinrichtung hier, das war dieselbe, nur hatten die Kissen halt eben so einen Bezug, wo dann IC drauf stand. Ansonsten können wir uns ja auch hier nochmal so ein bisschen in dem Führerstand umschauen. Und hier, die Tür, das klang wirklich so. Das klingt bei dem Zug wirklich so, wenn du da durchgezogen bist. Schönen guten Tag, guten Tag, guten Tag. Der Lokführer muss mal für Königstiger. Ah, Mist, ist auch noch zugeschlossen. Das gibt's doch wohl nicht. Hier haben wir den Mehrzweckbereich für Fahrräder und alles Mögliche. Hier muss der Fluchtweg freigehalten werden. Wir gehen doch ganz schnell in den Bereich der ersten Klasse. Hier ist ein downgecredeter Bereich der ersten Klasse. Das war früher mal, aber hier ist das Kinderspieleck. Und hier ist dann letzten Endes der Bereich der ersten Klasse. Ihr seht es auch an den Sitzen. So, jetzt aber ganz schnell wieder zurück an unseren Arbeitsplatz. Wir müssen nämlich weiter. Wir müssen weiter. Wir sollten nicht so trödeln. So, hinein und außen ist man immer schneller. Das haben wir ja auch mal gelernt. So, jetzt aber ganz schnell hier zurück an unserem Arbeitsplatz. Platz nehmen. Türen verriegeln. So. Bremse lösen. Und dann geht's los. Die nächsten 20 Kilometer bis nach Flöha. Also wir haben so viele Orte hier mit F an der Strecke. Wir haben Freital, wir haben Freiberg, wir haben Flöha, wir haben Frankenstein. So, dann geben wir gleich richtig Stoff. Hier seht, die Fahrzeit auch wieder sehr gering. Nur so 17, 18 Minuten sollen wir hier brauchen. Mal gucken, ob wir das auch schaffen. Können wir doch mal in die Außenansicht gehen, finde ich. Aber ihr seht, wenn man hier mal Vollgas gibt, der Zug legt dann auch ordentlich los. Aber das habe ich häufig erlebt, dass die da wirklich Vollgas geben. 15 Minuten für 20 Kilometer. Aber ich glaube, hier haben wir streckenweise auch Abschnitte, wo wir wirklich etwas schneller fahren können. Wo wir da jetzt nicht mit 60 oder 80 am Schleichen sind. Sondern wo das Ganze hier schon etwas zügiger abgeht. Und hier geht es sofort in die Neigetechnik. Hier schöne Effekte hier. Das ist halt der Vorteil der NVL 4 Engine.
Ja, und man sehnt sich wieder nach solchen Hinguckern, nach solchen tollen deutschen Strecken, die so ein bisschen das gewisse Extra haben, wie das hier zum Beispiel eben die Neigetechnik ist und der erste deutsche Dieseltriebwagen. Und da fehlen uns aktuell wirklich leider die Ankündigungen, die uns sowas wie gesagt auf neue DLCs dann freuen lassen. Das ist zurzeit nämlich echt ein bisschen schade. Muss ich echt sagen. Da würde man sich wirklich wieder mal so einen richtigen Hingucker wünschen. Dresden-Riesa damals, das war ja schon die Überraschung. Aber diese Strecke hier, das war wirklich die Krönung. Aber aktuell ist ja da kaum was zu erwarten. Es wird, ist zwar eine deutsche Strecke in der Entwicklung, keiner weiß, welche sie ist. Es ist auch eine amerikanische Strecke in der Entwicklung. Da habe ich persönlich eine Tendenz, welche das werden könnte. Aber wie gesagt, Achtung, das ist rein meine persönliche Spekulation. Da weiß ich wirklich nichts Offizielles. Es wird wahrscheinlich die Strecke von Washington nach Baltimore sein. Also diese NEC, Northeast Corridor, der südlichste Teil. Und hoffentlich mit dem Acela Express dazu. Also das ist die einzige amerikanische Strecke, die ich mir da vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, schon wieder eine Güterzugstrecke raushauen. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich vermute, dass das einfach der Northeast Corridor von Washington nach Baltimore sein wird. Und wenn wir großes Glück haben mit dem Acela Express dazu. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Spekulation. Offizielle Informationen habe ich dazu nicht. Gibt es auch aktuell noch nicht. Wenn ihr da andere Informationen oder Gedanken dazu habt, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Wir genießen hier den schönen Herbst. Bis zum Herbst dauert es ja in Wirklichkeit noch ein bisschen. Ja, wer von euch ist dann heute am heutigen Feiertag unterwegs? Langes Wochenende für sehr viele. Natürlich nicht für alle. Diejenigen, die Schichtarbeit machen, die werden trotzdem am Freitag oder in den relevanten Berufen unterwegs sind. Gerade eben hier Eisenbahn fahren, da ist auch meistens nichts mit langem Wochenende. Ansonsten für die ganzen anderen Berufe, da ist meistens Brückentag, langes Wochenende. Und ja, wer von euch ist denn heute so ein bisschen unterwegs an dem Donnerstag? So, gerade haben wir kleinen Schirmer passiert. Nächste Station, die wir, wo wir dann durchsausen, ist dann, glaube ich, Frankenstein. Ach nee, genau, Falkenau haben wir noch. Frankenstein ist das nächste, was wir durchfahren. So. Hier geht es schon wieder bergab. Also viele Höhenunterschiede, die wir hier haben. Bisschen zu früh gebremst. 15 Kilometer haben wir noch zu fahren. Aber hier geht es zum Glück ein bisschen zügiger. Ist auch entspannt, den Zug einfach mal hier rollen zu lassen. Dann, ja, wir durchfahren jetzt auch noch die Bahnhöfe. Wie gesagt, Frankenstein kommt dann noch, Oederan, Falkenau Süd und dann müssen wir doch schon in Flöha sein. Das heißt, wenn man die Strecke selbst im Vorbild sehr oft gefahren ist, da kennt man dann natürlich auch die Stationen, die dann einfach passiert werden. Wieder ein bisschen beschleunigen. Ach so, halt, da müssen wir gar nicht weiter beschleunigen. Wenn es jetzt hier wieder bergab geht, da können wir den ruhig rollen lassen. Ihr seht's. Sausen hier. Und auch wieder ein Viadukt. Die Strecke hat ja sehr, sehr viele... sehr viele historische Viadukte, die man hier entdecken kann. Jetzt zeigen wir, sehen wir mal einen davon. So, jetzt geht es da vorne wieder auf 110 runter. Ja, müssen wir uns auch wieder ein bisschen beschleunigen hier. Jetzt fahren wir durch den durch die Station Frankenstein. In 1,5 Kilometern geht es dann schon wieder runter auf 110 Stundenkilometer. Das war wirklich so. Hört ihr das im Hintergrund? Das war wirklich so, dass die Züge da manchmal überall geklappert haben. Auch diese Geschwindigkeit gleich erreicht. 10 Minuten sollen wir noch unterwegs sein. Macht echt Spaß, oder findet ihr nicht, hier mit Neigetechnik durchzusausen?
Da vorne geht es dann wieder auf 130 rauf. Muss man echt, ihr seht, wir müssen immer mindestens über die Hälfte, damit der Zug überhaupt hier irgendwie beschleunigt. Aber gut, jetzt geht es hier auch gerade wieder bergauf. Jetzt kriegt er wieder ein bisschen Geschwindigkeit. Hier Neigetechnik, links, rechts, links. Ich hoffe, euch wird jetzt nicht schwindelig. So, jetzt können wir eigentlich gleich hier wieder voll beschleunigen. Bevor es dann in 2 Kilometern wieder runter auf 100 Stundenkilometer geht. Das ist dann, glaube ich, wenn wir gleich durch Öderan fahren. Ja, mal gucken, ob wir das auch schaffen, pünktlich einzuhalten. Ich glaube, 56 sollen wir dann in Chemnitz ankommen. Also wirklich ein sehr, sehr engmaschiger Fahrplan. Zum Glück haben wir jetzt nicht, keinen Zug vor uns. Das war ja in dem Szenario mit Umwegen oder mit Verkehrsstau so. Da ist nur, war, glaube ich, da nur ein Gleis irgendwie frei. Und da war ja dann so das Problem, dass wir dann, glaube ich, eine Viertelstunde oder was vor einem Signal gestanden haben. Das war auch richtig krass. Aber das kann ja passieren, wenn noch so aus einer zweigleisigen Strecke wegen irgendwelcher Behinderung auf einmal nur eine eingleisige Strecke oder ein Gleis nur genutzt werden kann. Das ist dann schon, ja, auch für die Fahrdienstleitung jede Menge Arbeit, die dann erforderlich ist, um das Ganze noch irgendwie zu managen. So. Oh, jetzt bin ich sogar in die 3 runtergegangen, aber das müssen wir jetzt, glaube ich, auch hier. So ein bisschen ausreizen. Wann kann ich maximal bremsen? Aber natürlich immer so ein bisschen die Angst vor der Zwangsbremsung, die dann noch mitschwimmt. So, jetzt geht's gleich durch Öderan. Schaut euch diese Neigetechnik an, das ist doch hammergeil, oder? Findet ihr nicht? Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Wie gesagt, für mich eine der besten deutschen Strecken für Transam World 2, wenn nicht sogar die beste deutsche Strecke, die aktuell erhältlich ist. Also man darf nicht mehr als 3 km/h drüber sein. So viel stellen wir schon mal fest. Genau, jetzt nähern wir uns Öderan. Und hier haben wir auch eine Ausweichstelle. Beziehungsweise Überholstelle. Ansonsten, wie gesagt, auch ein Ort, Haltestelle für Regionalbahnen und Regionalexpresszüge. Zumindest nach damaligen. Wie gesagt, ich orientiere mich jetzt hier so ein bisschen an 2012. Ganz früher war das ja auf der Strecke so, da gab es nur den Fernverkehr und dann gab es den Interregio-Express und den Regional-Express. Eine tiefere Zugattung gab es auf der Strecke nicht. Der Regional-Express hat aber an jeden Unterwegsbahnhof gehalten, sogar an den Dresdner S-Bahnhöfen. Das war auch ein bisschen ein Kuriosum auf dieser Strecke. So, in 6 Minuten, 6 Kilometer, das ist theoretisch schaffbar. Sollte normalerweise wirklich machbar sein. Und hier geht es immer schön bergab, sodass wir eigentlich nicht so viel hier tun müssen aktuell. Wir müssen nur gucken, ob wir die 90 dann quittieren müssen. Das ist krass mit der da hin und her. Es ist auch so, wenn ihr mit dem Zug, ich glaube mittlerweile geht das auch nicht mehr, wenn ihr durch Bayern fahrt, so von Hof nach Nürnberg, ist das genauso. Links, rechts, links, rechts. Und das ist genauso, wenn ihr, wo man damals von Zwickau nach Hof gefahren ist, durch das Vogtland, da war es genauso. Es hat einen nur nach links und rechts geschmissen mit der Neigetechnik. Neigetechnik war ja damals auch sehr umstritten. Teilweise mussten sowohl Zugpersonal als auch Reisende eben Reisetabletten nehmen. Das nimmst du ja eigentlich nur, wenn du auf dem Schiff unterwegs bist und das, das Schifffahren nicht verträgst. Aber das soll eben auch bei diesen Zügen vorgekommen sein, weil das einfach viele eben diese Neigetechnik nicht vertragen haben. So, und auch hier keine Überwachungsgeschwindigkeit, sehr gut. Man geht immer schön bergab. Das soll uns ja ganz recht sein. So können wir das gleich so lassen. In 500 Metern ist E90 nur noch 90 erlaubt. Passt das doch perfekt. Wir haben aber immer noch 6 Kilometer zu fahren. Ja, der bremst doch schon, der ist doch gleich da.
So, hier ab hier gilt jetzt nur noch 90 bzw. 80 für Züge ohne Neigetechnik. Geht es dann gleich vorbei an Falkenau Süd. Durch den Bahnhof von Falkenau Süd, da, also genau da, wo es dann noch auf die 140 wieder raufgeht. Macht einfach auch mal Spaß, mit dem Fahrzeug zu fahren, wenn man es einmal im Griff hat. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Steuerung her, aber grundsätzlich macht es Spaß, gerade wenn du bergauf fährst und da irgendwo noch abbremsen musst. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es nämlich verschlafen, das hier auf 10 vorher anfangen, auf 10 zu stellen. Das kostet eben auch wieder Zeit. 4 Minuten noch, 4 Kilometer, 4,7 genauer gesagt. Da kommt uns eine Regionalbahn entgegen. Lok mit 2 Doppelstockwagen, war damals wirklich so als Regionalbahn. Hier wieder der neue Viadukt. Das ist doch, glaube ich, der Bereich, wo das dann mal neu gebaut wurde in den 90er Jahren. Da es bergab geht, können wir hier extrem schnell beschleunigen. Wir müssen aber sowieso gleich wieder runter mit der Geschwindigkeit. Gar nicht weiter beschleunigen. So, nächster Viadukt. So, passieren wir dann gleich Falkenau Süd. Gibt es ansonsten noch eine Station Falkenau Haltepunkt? Da müsste man aber dann in Flöha umsteigen. Hier Falkenau Süd wird auch stündlich bedient von der Regionalbahn zwischen Chemnitz bzw. Zwickau, Chemnitz und Freiberg bzw. Dresden. Meistens fährt die ja stündlich durch bis Dresden, aber ich glaube, am Vormittag gibt es da einen Umlauf, der verkehrt dann wiederum nur bis Freiberg. Oh, es ist gleich 90? Sagt mir das keiner? So ein bisschen härter in die Eisen gehen. Dann ist das perfekt. 1,6 Kilometer sind es noch bis nach Flöha, bis zum Punkt, wo wir halten sollen. So. Ihr seht, jede Menge hier zu tun. Auch ein bisschen mal drauf schauen hier. So, aber wir haben jetzt halt das riesen Glück. Es geht ja nur abwärts. Da ist das gerade Menschen mit diesem Zug ein bisschen auch einfacher. 900 Meter sind es nur noch. Wir können das Ganze auch wieder pünktlich schaffen. Sollten das eigentlich, das bin ich mir schon sehr, sehr sicher, dass wir das Ganze wieder pünktlich schaffen, hier anzuhalten. In Freiberg kommt jetzt auch schon die Strecke dazu. ...400 Meter noch, bis wir stehen sollen. Hier sehen wir schon das Bahnhofsvorfeld von Flöha. Insgesamt 3 Bahnsteige und glaube ich 5 Gleise aktuell, 5-6 Gleise, wo man dort halten kann. So, Einfahrt in Flöha. Geht mal weg dort hier, die weiße Linie ist nicht umsonst da. Da wollt wohl gucken, ob meine Notbremse funktioniert. Lasst es lieber sein, das kann teuer für euch werden. Außerdem gehen da meine schönen Klamotten noch kaputt. So, und wir kommen an in Flöha und das Ganze super pünktlich und dann entriegeln wir die Türen auf der linken Seite. So, 1,5 Minuten Aufenthalt. Ist ja bis jetzt richtig super gelaufen. Fahrgäste steigen aus, beziehungsweise ein. Das einzige Nachteil an den Zügen ist halt, sind halt natürlich beim Einstieg nicht barrierefrei. Also das muss man dann natürlich vorher anmelden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig bei den Triebwagen. So, hier drüben. Das ist auch wirklich so gebaut, da drüben ist das Gleis in die Gegenrichtung und wie gesagt, hier zweigen halt auch 2 Strecken ab, von daher auch ein, ja, wichtiger Umsteiger halt. Hier stehen auch gerade keine Züge dran, welche stehen denn jetzt hier überall? Das ist auch das Tolle, die Strecke wurde ja von Anfang an mit diesen Zugzielanzeigen hier ausgelöst. Hier fährt bald einer in Richtung Dresden, ein RE3 und hier fährt das nächste nach uns, ist dann die RB 20 oder 12.20 Uhr soll dann der nächste Zug fahren. Okay, muss dann aber nicht unser Problem sein. So, das können wir schon mal auf alle Verriegeln stellen. Ja, hier genau, die RB30 ist die nächste um 12.09 Uhr.
hält dann unterwegs an allen Bahnhöfen. Es sind ja nur noch zwei Stationen, wo wir vorbeikommen. Es ist einmal Chemnitz, einmal Niederwiesa und einmal Chemnitz-Hilbersdorf, wobei Hilbersdorf, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr von der Regionalbahn bedient wird in Richtung Dresden. Da halten ja nur noch die Züge hier in Richtung Erzgebirge, beziehungsweise hier die Citybahn, soweit ich da informiert bin. So, dann Türen verriegeln. So, und dann geht es jetzt nochmal die letzten Minuten los in Richtung Chemnitz Hauptbahnhof. Das ist das nächste. 10 Kilometer, 8 Minuten. Na, schauen wir mal, ob wir das jetzt auch noch schaffen. Aber wir werden sehen. So. Gleich mal richtig Vollgas geben hier. Ich glaube aber, dass das zum Vorbildzug auch wirklich so gemacht werden könnte. Ist ja jetzt auch nicht glatt oder so auf dem Schienen. Okay, also definitiv sind beide Triebwagen an und hier sehen wir wahrscheinlich die maximale Traktion, die möglich ist, nämlich eine Vierfahrertraktion, ist aber extrem selten, damals schon extrem selten gewesen, eine Vierfahrertraktion der Baureihe 612, also Dreifachtraktion, die habe ich öfters in Sachsen auf manchen Strecken gesehen. Vierfache Traktion gab es auf dieser Strecke, als das noch als Intercity mal unterwegs war, da gab es das auch mal auf dieser Strecke, eine vierfache Traktion. Die ist von Nürnberg, am Freitag von Nürnberg, Richtung Dresden gefahren und hatte ab Freiberg waren dann die letzten beiden Triebwagen verschlossen. In Dresden Altstadt, da gab es dann so einen Betriebshalt und da wurden die letzten beiden Triebwagen abgekuppelt. Die sind dann wahrscheinlich dann zum Hauptbahnhof und dann wieder zurückgegangen. Und der restliche Teil, die ersten beiden, die fuhren über Dresden-Neustadt sogar weiter bis nach Görlitz. So, jetzt geht es erstmal nochmal auf 140, wahrscheinlich das letzte Mal. Wobei, da werden wir gar nicht hinkommen mit der Geschwindigkeit. 1,1 Kilometer müssen wir ja schon wieder auf 100 herunterbremsen. Jetzt haben wir gerade schon wieder ein kleines Leck. Ja, auch bei mir passiert das. Haben wir ja auch am Anfang gesehen. So, hier geht es dann gleich schon wieder runter auf 100. Ich glaube, wir das schaffen wir nicht ganz hier. So, dann also erstmal wieder runter auf die 100. Dann gleichzeitig bergauf, das heißt, da können wir auch schon wieder mindestens Stufe 6 einstellen. Okay, ja, morgen wird kälter, die Geschwindigkeiten sogar. Wieder sehr schön die Neigetechnik hier zu sehen. So, erlaubt sind hier insgesamt 100 Stundenkilometer. Bisschen zu langsam. So. 7 Kilometer sind es noch, die wir zurücklegen müssen. Und hier geht es, glaube ich, das steht hier auf 120. Ja, genau. Hier geht es wieder auf 120 rauf. Niederwiesa. Der letzte etwas größere Bahnhof und größere Ort vor Chemnitz. Und davon geht es dann sogar gleich nochmal hinauf auf 140. Gespannt, ob wir das schaffen, pünktlich in Chemnitz anzukommen. Ah, Mist, hier dürfen wir natürlich noch nicht so, aber genau, jetzt muss ich hier nämlich. Okay, das war jetzt aber sehr riskant auch, muss ich ehrlicherweise zugeben. Geht es nun wieder bergauf. Chemnitz Gleis 11, auch das ist am, oh gut, wobei einige manchmal auch am Gleis 10 gehalten haben, aber wollen wir uns jetzt nicht um solche kleinen Details streiten. Aber gut, hier ist, glaube ich, die Fahrzeit hier auch noch ein bisschen knapp bis Chemnitz. Links neben uns auch ein Gleis für Güterzüge, aber das geht dann später auch in dieses Eisenbahnmuseum von Chemnitz. Das ist aber hier nicht so dargestellt. Das ist zwar, den Schuppen sieht man dann zwar in Chemnitz-Hilbersdorf, aber keinerlei historische Fahrzeuge, die man normalerweise in der Regel zu sehen bekommt, wenn man da außen ist. So, 130,
schaffen wir noch, aber 140 schaffen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr hier. Ja, lassen wir den einfach rollen. Was wegen 1 km/h macht er jetzt hier zicken, ist auch krass. So, auch 100 km/h haben wir dahin, sagt mir das doch früher. 100 ist dort in 600 Metern, so. Ja, so schnell wird man betriebsmäßig. So, hier sehen wir die restlichen Gleise vom ehemaligen Güterbahnhof Chemnitz-Hilbersdorf. Dagegen beschleunigen. Ah, nicht zwangsbremsen, bitte nicht zwangsbremsen. Was ist denn jetzt los? Oh nee, was ist denn jetzt passiert? Jetzt hat sich hier, glaube ich, irgendwas aufgehangen. So, Chemnitz-Hilbersdorf, ich hoffe, ihr könnt das jetzt ertragen. Jetzt hat sich, glaube ich, irgendwas an der Neigetechnik aufgehangen. Hier, wir sind doch ganz normal wieder im weißen Bereich, richtig? Ja, jetzt haben wir, glaube ich, eine Störung an der Neigetechnik. Müssten die jetzt eigentlich ausschalten. So, hier wird eine 80 vorsignalisiert. Das ist das erste überhaupt, das erste quittierpflichtige Signal, was wir jetzt hier passieren. Ja, okay Leute, so wie dass ihr den Ton jetzt ertragen müsst, aber da kann ich auch nichts dafür, wenn sich hier die Neigetechnik verabschiedet. Das gab es übrigens sehr häufig am Fahrzeug, Störung der Neigetechnik. So, Moment mal, dann können wir uns hier erstmal befreien. Ich mache die jetzt einfach mal aus. Und nochmal, nee, das ist nicht das Problem. Was ist jetzt hier passiert mit dem Zug? Keine Ahnung. Okay, wir schaffen es trotzdem pünktlich bis Chemnitz Hauptbahnhof. Wie gesagt, sorry für dieses extrem nervige Geräusch gerade. Scheibenkleister. Was ist denn das? So, jetzt müssen wir aber erstmal gleich... Ja, wieso kriege ich jetzt eine Zwangsbremsung? Warum? Wieso haust du mir jetzt hier noch eine Zwangsbremsung rein? Verstehe ich nicht. Mann, wir wären pünktlich gewesen. Echt, hier, mach hin. Ja, wisst ihr, Leute, das ist das. Und das macht dir dann wieder den Spielspaß kaputt. Ich habe keine Ahnung, was hier das Problem ist. Okay, ja, Netzschalter ist es auch nicht. Furchtbar, das Geräusch, ne? Findet ihr nicht? Und wegen so einem Mist kommen wir jetzt noch zu spät an. Wegen einer... Naja, sagen wir mal, nicht nachvollziehbaren Zwangsbremsung. So befreien dürfen wir uns natürlich nicht so. Moment, das heißt auch für uns auch nur 40 km/h bei der Einfahrt. Maximal 45. Keine Ahnung. Also wenn ihr wisst, was jetzt hier irgendwie kaputt gegangen ist, schreibt es ruhig in die Kommentare. So, normalerweise hätte der Zug jetzt, glaube ich, sowieso ohnehin so ein bisschen 4-5 Minuten Aufenthalt. Das war meistens in Chemnitz so. Eine Minute später wegen einer Zwangsbremsung konnte ich jetzt auch nicht wirklich nachvollziehen, was jetzt hier das Problem war, muss ich ehrlich sagen. Aber ihr werdet es ja sicherlich herausfinden, ihr habt mir ja auch sehr oft da weitergeholfen. So, also Einfahrt RE IAE 1 nach Nürnberg.
Nächste Zwangsbremsung. Jetzt kannst du mich gleich mal. Ich habe keine Ahnung. Wieso willst du mich jetzt schon wieder zwangsbremsen? Das sind doch so Sachen, da bist du dann wirklich manchmal nur noch am... Also, ich weiß nicht, was hier jetzt schon wieder verkehrt. Du weißt, das ist auch... Das finde ich eigentlich traurig. Bei Trains in World 2. Du weißt es, gerade hier in solchen Situationen. Ich war 40 km/h und Überwachungsgeschwindigkeit ist 40 bei 500 Hertz Magneter. Wahrscheinlich, weil ich da gestartet bin. So, wir kriegen die Auswertung. Schließen das Ganze mit Silber ab. Warum kriege ich nur, weil ich zu viel Geschwindigkeit überschritten habe? Oder wieso kriege ich nur Silber? Ist egal, aber wir waren pünktlich. Also eine Minute, daran kann es nicht liegen. Hier waren wir überall pünktlich gewesen. Entweder jetzt die Zwangsbremsungen oder die Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ich kann es mir nicht genau erklären. Ja, unterm Strich hat das Spaß gemacht, aber das Ende macht es natürlich wieder alles kaputt. Ich weiß nicht, warum ich die Zwangsbremsungen hatte. Ich weiß nicht, was dieses furchtbare Geräusch ab Hilbersdorf war. Da hat sich wahrscheinlich irgendwas am System aufgehangen. Die Zwangsbremsungen, oder ich hätte nur mit 25 einfahren dürfen, restriktive Überwachung, das kann natürlich auch sein. 35, da ist das ja, glaube ich, 35. Wäre eine Möglichkeit, auch warum ich diese PZB-Zwangsbremsung hatte, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall sehr schade, trotzdem hat mir die Fahrt Spaß gemacht, wir konnten den Fahrplan einhalten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Felix, der Weise.